Nein, nein, nein. Das musste jetzt gerade sein. Ich hoffe mal, dass nicht noch irgendwas kommt, wo ich dieses... Fuck! Töte mich. Töte mich. Scheiße. Okay. Ich brauche noch was, was mich tötet, weil ich brauche dieses Moped-Ding. Und ich hoffe mal, dass wenn es mich tötet, dass das wieder da ist. Weil überall kein Checkpoint, glaube ich. Hoffe ich. Wenn nicht, hätte ich schon mal direkt das erste Level verkackt. So, hier war doch noch irgendwo ein Schlänkchen, oder? Nee? Dann Strom. Pritzel. Ah, sehr schön. Müssen wir es halt jetzt nochmal machen, aber besser so, als das komplette Level nochmal neu machen. So. Das war Glück, dass ich das noch getroffen habe. Möglicherweise hört ihr hier mein Tastengeklapper. Aber da scheiße ich jetzt einfach mal drauf. Ich habe da jetzt noch keine Möglichkeit gefunden, irgendwie, wie ich das ein bisschen leiser machen könnte, außer mir irgendwie so eine Abschirmung nach unten zu bauen. Aber das ist jetzt auch... Mann, ich habe mich an der Nase gekratzt. Hier war da noch ein Fisch. Dann machen wir das Ganze eben nochmal. Seht ihr mal ein paar Mal Sterbeanimationen. So. Mir ist es zwar irgendwie lieber, wenn ich von Anfang an die Level komplett fertig machen kann. Ich könnte auch gleich einfach mal Toad Village ausprobieren, ob ich das hinkriege mit diesem... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Rutsch-Dreh-Ding. Ob ich da vielleicht an die... drankomme. Ich weiß auch gar nicht, ob es einen Bonus gibt. Ich glaube, es gibt sogar einen Bonus. Wenn man alle einsammelt, dass man dann noch irgendwie so 5 Sekunden Bonus kriegt oder so. Also alle Kisten. Nicht so weit. Okay, ich habe sie kaputt gemacht, das ist gut. So, da ist eine Kiste drin gewesen. Die hat mir nämlich dann eben gefehlt. Und da ist der Edelstein. Yay! Super. Hätten wir das auch? Normalerweise könnte ich jetzt hier eigentlich schon probieren, das hinzukriegen. Mit dem, was weiß ich, Goldrelikt oder keine Ahnung. Ich mag das, wenn das abgeschlossen ist, das Level. Da muss ich dann nicht mehr rein und dann weiß ich, ha, hier bist du fertig. So, möchte das nicht. Ah, Dankeschön. Komm, wir probieren es einfach. 1,46 für Saphir ist das, glaube ich. Oh. Crash, Coco, wenn ihr den Kristall eines Levels schon geholt habt, werdet ihr beim zweiten Mal eine schwebende Uhr finden. Die Uhr aktiviert den Zeitmodus. Wählt ihn und die Uhr beginnt zu ticken. Lauft so schnell wie möglich, aber passt auf. Einige Elemente ändern sich. Einige Elemente ändern sich. Zum Beispiel, dass man nicht mehr in den Bonusbereich kommt. Und dass mir zum Beispiel die Maske kaputt geht, wenn ich die Uhr einsammle. Und dass die Kisten Zeitkisten werden. Aber ich glaube, das ist dann alles, was sich ändert. Oh, das wäre eigentlich ganz nice gewesen. Ja gut. Aber das Schöne ist, dabei verliert man keine Leben. Und ich möchte ganz gerne... Komme ich da drüber? Ja. Ich möchte ganz gerne die Maske hier unten haben. Also eine Maske ist schon was Feines. Komm, gib Geisen. Na, da habe ich schon eine Maske verloren. Hier ist nix. Na!
Da war eine 2-Sekunden-Kiste, okay. Weiß jetzt nicht, ob es das gebracht hat. Komm, gib Gas. Da hätte ich jetzt auch runtergekonnt. Was war da? 1,49. Okay, da sind auch keine Kisten. Gas. Okay, was kriege ich? Nicht dein Ernst. Ich habe mich voll angestrengt. Eieiei. Nee, ach komm, machen wir hier einfach J. Ich weiß nicht, ob das da stehen bleibt, wenn wir das nochmal machen. Wenn nicht, dann wird er immer leer sein. So, aber wenn wir das jetzt... Ich glaube, Gold müssen wir überall haben. 1,17. Wenn ich bei diesem komischen Dings noch was schneller bin, mit diesem Moped-Teil, dann müsste ich das eigentlich auch hinkriegen. 1,17. Muss das sowieso hinkriegen, von daher... Oder ich mache die erst kaputt, das macht natürlich Sinn. Da unten war eine Kiste, ne? Da unten ist, meine ich mal, eine. War doch eine, oder nicht? Ja. Eine Sekunde. Ich hab schon wieder ganz vergessen, wo hier die Kisten sind. Knister, knister, knister. Oh, 3 Sekunden waren das sogar. Das hat Zeit gekostet. Nein. Kann man auch neu starten oder so? Neuanfang. Yay, schon 5%. Ich meine, wir brauchen Gold. Das ist die Maske. Ich bin jetzt ein bisschen leise, ja. Aber das wird sich dann gleich wieder ändern, wenn ich das hier geschafft habe. Ich gehe auf Nummer sicher. Komm, gib Gas.
Fuck. Nee, ich glaube, Platin brauchen wir nicht. Platin ist, glaube ich, zu heftig. Aber wir haben es geschafft. Eins der Dreckslevel ist schon mal fertig. Wunderbar. Das sind echt Level, die mag ich überhaupt nicht. Puh. Sehr gut. Da werde ich jetzt erstmal abspeichern. Weil die CD hat nämlich ein paar leichte Kratzer. Also leichte, mittlere Kratzer. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass das sich irgendwann aufhängt. Und, ja. Sehr nice. Oh, ein Orient-Express-Level. Gedöns mit Coco diesmal. Und das sind eigentlich so meine Lieblingslevel von dem Spiel. Die mag ich sehr gerne. Die sind wie in Crash Bandicoot 2 mit dem Eisbären. Und die machen richtig Bock. Vor allem dann halt auch das Relikt dabei holen. Das liebe ich. Ja, ja. Machen wir das hier erstmal low. Man kann auch so rennen. Unbegrenzt. Also man kann die Taste einfach gedrückt halten. Nein, nicht nach unten. Nach oben. Weil es sind entweder oben oder unten Kisten, weil wird ja sonst keinen Sinn machen. Hey! Nein! Da habe ich was verpasst. Und da müssen wir dann auch nach oben. Das ist gut zu wissen. Da habe ich schon wieder was verpasst. Kann doch nicht dein Ernst sein. Schon wieder verpasst. Jetzt haben wir sie. Jetzt bin ich zu früh abgesprungen. Oh, Alter, was ist denn da los? Nein! Oh, ich wusste nicht, wie die Kisten da stehen. Ich möchte da runter. So. Jetzt ein Checkpoint, bitte. Ich will das nicht nochmal machen. Oh, das ist auch ein bisschen blöd hier. Wir haben aber alle bekommen. Das ist gut. Und das ist der Checkpoint. Brauch dich. Dankeschön. Diese Kisten, die rollenden, die kann man auch. Also diese rollenden Fässer. Fässer und Kisten. Hm. John Crane. Die kann man auch kaputt rennen. Müssten jetzt eigentlich alle. Sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur noch das Relikt holen. Und dann läuft die Sache. So. Ich mag Coco übrigens nicht. Weil ich finde die irgendwie, weiß ich nicht, die ist komisch. Aber ich mag halt die Level von ihr. Leider. Yay. Okay, dann machen wir das Level jetzt direkt nochmal. 41 Sekunden für Saphir.